Herzlich willkommen zum Drop Film Talk, unserer heutigen Review von The Way Back. The Way Back ist ein Film zweiermaßen. Einerseits ist es ein Sportdrama und andererseits ist es ein Suchtdrama. Und solche Filme sind ja eigentlich relativ bekannt, was da so passiert. Und dieser Film ist da auch keine Überraschung, wenn man solche Filme schon mal gesehen hat. Aber was diesen Film wirklich besonders macht und ihn sehr perfekt funktionieren lässt, ist es, dass dieser Film durch diese Storybeats, die man schon kennt, durchgeht, aber bei diesen ganzen Sachen den maximalen Effekt rausholt. Und das ist ungemein wichtig für solch einen Film und das macht diesen Film auch wirklich, wirklich gut und sehr sehenswert. Die Story ist halt recht einfach. Es geht halt um Ben Afflecks Charakter, der Jack Cunningham heißt und der ist ein Alkoholiker und hat halt viele, viele Probleme. Er arbeitet in einem auf dem Bau und hat da, wenn er Freizeit hat und nicht auf dem Bau ist, sehr viel Alkohol in der Hand. Und das ist schon stark zu sehen, dass dieser Alkoholismus oder wieder dargestellt wird, ist schon sehr, sehr schlimm und man sieht auch in weiteren Szenen, dass seine Ehe kaputt gegangen ist mit Angela, die von Janina Gavanka gespielt wird und er ist nur noch, hängt nur noch an einem seidenen Faden sozusagen, was ihn versucht, noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, ist seine Schwester Beth, die von Michaela Watkins gespielt wird und ja, und das sind halt so sein Leben und das rotiert nur um eigentlich Alkohol und Arbeiten im größten Teil und ab und zu mal dann Verwandte beziehungsweise seine Schwester zu sehen und die Familie dazu. Was dann natürlich irgendwann so ein bisschen, man könnte denken, zu seiner Rettung kommen lässt, ist, dass er von seiner alten Highschool, eine katholische Schule, und von der wird er angerufen, von dem Priester dort, und der möchte gerne, dass Jack zurückkommt, weil er halt ein sehr guter Basketballspieler ist und mehrere Conference Records gesetzt hat und er weiß, wie man mit, sag ich mal, einem Team hoffentlich umgeht oder beziehungsweise weiß, wie man coacht. Und er wird dann da reingeholt und es wird dann da schön dargestellt, wie diese Reise vonstatten geht. Und man könnte jetzt natürlich einerseits denken, das kenne ich doch, Basketball heilt das Ganze jetzt und die Spieler werden alle, sind so super besonders und stehen da im Mittelpunkt dieser ganzen Sache. Aber dem Ganzen ist nicht so. Und zwar ist es eher so, dass der Charakter von Ben Affleck, beziehungsweise sein Alkoholismus, der damit zu tun hat, wenig mit Basketball zusammenkommt. Und dass dieses Problem eher auseinandergesetzt steht. Und das ist halt auch wirklich gut, dass es so ist, dass es halt nicht der Basketball ist und beziehungsweise nicht die Spieler sind, die Ben Affleck aus diesem Loch herausholen und versuchen, ihn, sag ich mal, vom Alkoholismus zu heilen. Und das ist halt auch natürlich sehr interessant, auch wie diese Art von Genesung beziehungsweise dieser Weg der Genesung dargestellt wird und wie da mit den Erwartungen solch einer Sache gespielt wird, also in den Erwartungen des Zuschauers. Und das ist echt gut, dass der Film, wie gesagt, das nicht so macht und dass das wirklich sehr authentisch dargestellt wird. Und das ist sehr, sehr wichtig auch, weil das ist genau das, was ich meinte am Anfang, das ist, was diesen Film interessant macht, trotz dessen, dass man schon diese ganzen einzelnen Aspekte oder dieser Reise kennt. Und was auch anders ist und was ich auch sehr schätze an diesem Film, ist, dass auch die Spieler-Trainer-Beziehung nicht so eine große Rolle einnimmt. Also also Jacks Charakter ist gar nicht so involviert mit den Spielern, außer einem wirklich, der Brandon heißt, mit dem ist so ein bisschen mehr involviert, aber sonst fällt das eher unten runter. Und die Beziehung wird da gar nicht so sehr in den Mittelpunkt gerückt, sondern es wird einfach nur dargestellt, dass Ben Afflecks Charakter ein guter Trainer ist und weiß, wie man ein Team zusammenstellt und beziehungsweise wie man mit dem Team umgehen muss. Und das ist wirklich, wirklich auch sehr schön dargestellt und es zeigt auch wirklich, wie die Realität ist, weil die Realität ist nicht so, dass alle zusammenkommen irgendwie am Ende des Films oder kurz vor Ende des Films und die da am Haus sind und arbeiten, beziehungsweise ihm sagen, hey, du bist uns so wichtig und auf einmal ist der Alkoholismus weg. Nein, es ist nicht so und das wird wirklich sehr gut dargestellt und ist auch wirklich schön mit anzusehen. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, vor allem, wenn wir uns mal die Performance von Ben Affleck betrachten, ist es ja so, dass er schon seit 20 Jahren im Business ist, viel gemacht hat und solche Sachen wie in Chasing Amy, was er da gemacht hat, das war sehr gut. Gone Girl konnte man sagen, The Town war auch sehr gut.
und viele weitere Filme, aber sonst ist es ja, sag ich mal, der, der betrachtet The Batman, ich meine hier nicht mal, es war ja Justice League und so, da ist er ja natürlich, naja, war halt eine Rolle, ne? Und manche auch schlechte Filme. Und man würde jetzt nicht unbedingt so sagen, ja, das ist der beste Schauspieler. Aber er hat, glaube ich, er hat Potenzial und er kann halt bei dieser Rolle natürlich, weil er auch seine, seine Real-Life-Probleme hat und vor allem auch mit Alkohol, sieht man natürlich auch das, was passiert mit ihm. Und das, dass er dann so eine Rolle spielen könnte, könnte man sagen, ja, ist total einfach, aber nein, das ist nicht so. Man muss diese Rolle erstmal spielen können und man muss auch erstmal in der Lage sein, sich mit diesem Phänomen oder beziehungsweise mit diesem Problem auseinanderzusetzen und das dann so zu spielen. Natürlich ist es vielleicht etwas einfacher, denn in der Beziehung sich da rein zu versetzen, aber trotzdem zeigt er eine wundervolle Performance, wenn nicht sogar seine beste Performance seiner ganzen Karriere. Und das schätze ich wirklich an diesem Film. Und Gavin O'Connor, der diesen Film gemacht hat, den kennt man ja von Warrior und Miracle. Und Warrior ist ja einer meiner liebsten Filme der letzten 10 Jahre und auch einer der besten Sportfilme, die jemals gemacht wurden. Und hier zeigt er wirklich, was er kann mit puncto Sportsdrama, obwohl ich schon fast sagen würde, Sportsdrama, Sport kann man hier fast wegmachen. Und das ist wirklich echt sehr, sehr gelungen und ein sehenswerter Film. Und den gibt es natürlich auch auf Video on Demand. Also guckt ihn euch an, wenn ihr die Zeit habt. Es lohnt sich definitiv. Meine Wertung für diesen Film ist daher 7,5 Punkten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr das selber gesehen habt. Also lasst es mich in den Kommentaren wissen. Macht's gut!